أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، نحن على ما قال ربنا مولانا من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Wir treffen uns heute in die sechste Sitzung, im sechsten Unterricht von dieser Reihe Gärten der Tugendhaften, Riyad al-Salihin. Nach einer kurzen Pause treffen wir uns wieder, Alhamdulillah. Inshallah geht es euch allen gut und seid ihr wieder fit und stark, voller Energie, dass wir ein wichtiges Thema dann nach dem ersten wichtigen Thema auch, den wir abgeschlossen haben, nämlich die aufrichtige Absicht und Aufrichtigkeit der Absicht und ihre Auswirkungen. Jetzt beginnen wir ein neues Thema, nämlich die reuige Umkehr, Tauba, Reue machen. Also zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala nach einer Sünde, nach dem Begehen einer Sünde, wieder zu Allah subhanahu wa ta'ala zu flüchten, vor Allah zu Allah zu flüchten. Von seinen Sünden und von seinen Schwächen und von seinen Fehler, die man macht, wieder zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren und zu Allah subhanahu und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten. Imam Nawawi hat eingeleitet für das Thema eine Zusammenfassung, was die Gelehrte der Ahl Sunna und Jama'a zu dem Thema Reue und reuige Umkehr gesagt haben und auf das, auf dem, worauf sie sich geeinigt haben. Und wie sie eben, wie man so Reue, was für Rechtsnorm Reue hat im islamischen Fiqh, im islamischen Recht, führt er da ein und was für Sorten von Reue es gibt. Nämlich er sagt, nach Meinung der Gelehrten ist die reuige Umkehr Pflicht für jede begangene Sünde. Also für jede Sünde, die man begeht, ist eine Pflicht für den Gläubigen, eine Reue dafür zu machen, eine reuige Umkehr zu machen, wieder zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala zu gern zum Gehorsam, weil eine Sünde, das heißt eine Art, ein Betreiben von Ungehorsam. Ein Überschreiten für ein Gebot oder für ein Verbot von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Überschreitung für eine Grenze, eine der Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala. Und für jede Überschreitung ist es verpflichtend, ist der Gläubige verpflichtet, eine Reue zu machen, eine reuige Umkehr zu machen. Handelt es sich um einen Akt? Jetzt zuerst einmal hat er eben den Rechtsnorm klar gemacht. Das ist eine Pflicht. Das ist Pflicht im Sinne von, dass es wajib ist. Also ist wajib oder kann man auch sagen, es ist fard. Also ist eine strikte Pflicht, eine Reue zu machen. Und wir werden dann auch Beweise dafür im Rahmen des Unterrichts dann auch dafür bekommen von ihm. Allerdings eben macht er uns klar zuerst einmal, das ist eine Pflicht, Reue zu machen, nach jeder eine Sünde. Und jetzt
macht er uns klar, was gibt's für Sorten von Reue, was und wie wird die Reue dann gesehen, entsprechend den Sünden, die der Mensch machen könnte. Handelt es sich um einen Akt des Ungehorsams zwischen dem Gottesdiener und Allah, dem Erhabenen, der nicht im Zusammenhang mit dem Recht eines anderen Menschen steht, so besteht für ihn drei Bedingungen. Also er teilt die reuige Umkehr in zwei Sorten, nämlich eine Sünde, die man begeht im Recht Allahs subhanahu wa ta'ala, rein eine Verletzung für Recht Allahs subhanahu wa ta'ala, das aber nicht im Zusammenhang steht mit Rechten von Menschen, anderen Menschen. Und die zweite Sorte ist eben Verletzung für ein Gebot Allahs subhanahu wa ta'ala, indem man ein Recht von einem anderen Menschen zu verletzen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten, seine Grenzen zu überschreiten oder zu verletzen, was seine Rechte betrifft, zum Beispiel, dass man das Gebet vernachlässigt, dass man Alkohol trinkt, dass man mit dem Fasten nicht klarkommt, mit den Gottesdiensten, die sind Rechte Allah subhanahu wa ta'ala. Und Verletzung von Gott, von Diener Allah subhanahu wa ta'ala sind dann, diese sind zwei, wie kann man sagen, zweispurig. Einerseits sind Verletzungen für Allahs Gesetze, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verpflichtet, dass wir kein Unrecht an anderen tun. Beispielsweise, dass wir kein Schaden den anderen zufügen. Und wenn wir das machen, dann verletzen wir die Rechte von den anderen und verletzen wir diese göttliches Gebot. Und dann ist diese Überschreitung, zweite Art von Überschreitung, eben menschliche Rechte und menschliche Sünden gegenüber Menschen zu machen, Fehler, die Menschen eben Schaden zufügen, sind nicht nur Überschreitungen für göttliche Gesetze, sondern auch Verletzungen für Rechte von anderen Menschen. Und dann macht er uns klar, was sind die Bedingungen für jede Art von Verletzung. Der erste Art von Verletzungen eben nur in Bezug auf Verletzungen für Rechte Allahs und dann was sind die Bedingungen für die Reue, dass die Reue gültig angesehen wird oder als gültig wird, dass die Reue eben als gültig bezeichnet wird, dann muss man eben bestimmte Bedingungen erfüllen für diese Reue, für diese reuige Umkehr. Und Imam Nawawi zitiert uns und gibt uns, sagt uns klar, was sind diese Bedingungen für diese zwei Sorten von Reue und von reuiger Umkehr. Handelt es sich um einen Akt des Ungehorsams zwischen dem Gottesdiener und Allah, dem Erhabenen, der nicht im Zusammenhang mit dem Recht eines anderen Menschen steht, so besteht für ihn drei Bedingungen. Bestehen für ihn drei Bedingungen. Nummer eins, dass man von der Sünde ablässt. Dass man aufhört, die Sünde zu machen. Dass man mit dieser Sünde Stopp macht. Dass man entscheidet, ich mache sie nicht mehr. Und man stoppt damit. Es ist nicht vertretbar, nicht akzeptabel und auch nicht logisch, dass man die Sünde begeht und dabei ist und sagt, ich mache Reue. Es passt nicht zusammen. Ich mache Reue und ich. Allerdings, es gibt solche Leute, die das machen. Und es ist dann, es mangelt an Adab mit Allah subhanahu wa ta'ala, weil Reue, das heißt, man will Reue machen und will zurück zu Allah, zu Gehorsam. Wir haben gesagt, reuige Umkehr, das ist, man kehrt zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. So, man denkt, dass man ein Gebot Allah subhanahu wa ta'ala verletzt hat. Oder ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala verletzt hat. Und man denkt dran, und das ist nicht genug, dass man aufwacht und dass man sich erinnert, hey, ich muss stoppen. Man denkt daran, denkt an Allah und geht weiter in die Sünde. Das passt nicht zusammen, dass man sagt, ich will Reue machen. Also die erste Bedingung ist, dass man stoppt mit der Sünde, dass man die Sünde
von der Sünde ablässt, dass man die Sünde nicht weiter begeht, dass man sagt, jetzt, ich höre jetzt mal auf. Ein Beispiel, das häufig sich wiederholt und das nicht schön ist, eben zum Beispiel bei der Umrah oder Hajj, ist das Betreten der Moschee ja für die Frauen während der Periode nicht erlaubt, wenn die Frau eben die Menstruation hat. Und hin und wieder sehen wir Schwestern, die drin im Haram vor der Kaaba sitzen oder auch hinter dem Maqam vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sitzen und sie beten nicht. Frag sie, warum stellt euch nicht in die Reihe zum Beten? Und das sieht man oft natürlich, wenn man vor der Kaaba steht. Wir reihen uns zum Beten, warum stehst du nicht? Und dann sagt sie, sie betet nicht. Aber sie zeigt, dass sie ein Gerät hat, dass sie Istighfar gerade macht. Sie schaut die Kaaba an und sie macht Istighfar. Es passt nicht zusammen. Was machst du für Istighfar? Du befindest dich jetzt da im Zustand von Sünde, dass du in die Moschee drinnen dich befindest. Wenn du Istighfar machen willst, du musst damit aufhören. Das heißt, du musst rausgehen aus der Moschee und dann Istighfar machen. Aber nicht weiterhin bleiben und Istighfar machen. Das passt nicht zusammen. Und das gilt natürlich für andere Dinge, die man macht. Und man will Reue machen. Imam Nawawi sagt, beziehungsweise die Gelehrte, Imam Nawawi sagt, die Meinung der Gelehrte, die Gelehrte von Ahl-Sunnah al-Jama'ah sagen, wenn man eine Reue machen möchte, dann hat die Reue drei Bedingungen. Das erste aller dieser drei Bedingungen, dass man mit der Sünde aufhört, dass man die Sünde stoppt, dass man von der Sünde ablässt. Das zweite ist, dass man bereut, sie begangen zu haben. Bereut, sie begangen zu haben. Sie ist ein Gefühl, ist ein etwas, was man innerlich sieht. Die erste Bedingung ist eine praktische, materielle Akt, was man macht. Nämlich von der Sünde, die Sünde zu stoppen, von der Sünde abzulassen. Die zweite und die dritte Bedingungen sind keine materiellen und praktischen Akte, sondern sind innerlich, sind einerseits Absicht, andererseits eine Art, ein innerlicher Schmerz. Die zweite ist innerlicher Schmerz, nämlich, dass man bereut, dass man einen Schmerz empfindet, innerlich, im Herzen, in seinem Innern, eine Art von feuerlicher Schmerz, dass man sich schlecht fühlt, dass man trauert, sich in einem Zustand von Unwachsamkeit gewesen zu sein und sich getraut zu haben, ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala zu verletzen. Also Mut gehabt zu haben, ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala zu verletzen und zu überschreiten. Also, dass man ein Gefühl innen von Trauer, von Leid, von Schmerz, wie für etwas, was schon passiert ist, für die Sünde, die schon passiert ist, für etwas, was vergangen ist, eben für das Begehen der Sünde, dass man sich schlecht fühlt und dass man kein gutes Gefühl dabei hat und dass man eben bereut. Man hat Schmerzen, man empfindet Schmerz innerlich in seinem Herzen. Und das Dritte ist, dass man fest dazu entschlossen ist, diese Sünde niemals wieder zu begehen. Also das Dritte ist auch wiederum eine Absicht, auch kein materieller Akt, das man jetzt macht, sondern eine Absicht, die feste Absicht zu fassen, innerlich, dass man diese Sünde nicht mehr wieder begeht, nie wieder begeht. Wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind und die Sünde betrifft eine der Rechten Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist die Reue und die reuige Umkehr
gültig. Dann gilt die reuige Umkehr dieser gläubigen Person. Bei Nichterfüllung einer dieser drei Voraussetzungen ist die reuige Umkehr ungültig. Also erfüllt man eine von den drei nicht, man ist dabei bei der Sünde und sagt man, okay, Astaghfirullah Rabbi. Ist das ungültig? Oder man empfindet keinen Schmerz. Sieht, ja, ich habe das gemacht, das war ja nicht so schlimm. Dass man findet eine Verletzung von einem Gebot von Allah subhanahu wa ta'ala nicht schlimm und nicht was Schlechtes. Ich habe es gemacht, das war okay. Dass man das damit klarkommt, dass das okay, dass das eigentlich kein Fehler war, das ist ein Problem. Das hinweist, dass die Person ein Problem im Glauben hat. Ein Problem innerlich hat in seinem Glauben. Oder dass man eben nicht die Entscheidung trifft und nicht die Absicht macht, ich höre damit auf, ich werde sie nie wieder machen. Sondern, okay, ich mache Reue, aber ich werde sie wieder machen. Man entschließt sich, dass man das wieder macht. Dann ist die Reue dann in dem Sinn, wenn die Reue auf diese Art ist, dann ist die Reue ungültig. Also, dass die Reue gilt, damit die Reue gilt, muss man diese drei Voraussetzungen erfüllen. Steht die Sünde im Zusammenhang mit dem Recht eines anderen Menschen, so kommt zu den drei genannten Bedingungen noch eine vierte hinzu. Also ist die Verletzung für ein Recht eines anderen Menschen, die Sünde betrifft eine Verletzung eines Rechts, im Recht eines anderen Menschen, dann muss man diese drei genannten Bedingungen, die für die erste Art von Reue und reuiger Umkehr erfüllen, die eben die zum Erfüllen sind beim Verletzen der Rechte Allahs subhanahu wa ta'ala. Und dazu ist eine andere Bedingung, eine vierte Bedingung auch noch dazu zum Erfüllen. Nämlich, dass man sich von der Verpflichtung gegenüber der betroffenen Person frei macht. Also man müsste eine auch praktische Handlung mit dieser Person, dessen Recht man verletzt hat, dass man eben sich frei macht von dem Recht dieser Person. Nämlich, und da muss man schauen, was ist das für eine Verletzung? Ist das eine Verletzung in dem Sinn, dass man jetzt einen Besitz oder dergleichen von der Person genommen hat? Oder ist das eine Art von Verleumdung? Oder eine Art von einer Sünde, die man begangen hat im Recht einer Person, dass man diese Person beschuldigt hat im Unrecht, etwas, was eben im Strafrecht, im islamischen Strafrecht strafbar, eine Person zu beschuldigen mit sowas. Sprich, eine Person zu beschuldigen, dass die Person eine Person getötet hat und die Person ist unschuldig. Oder eine Person zu beschuldigen, dass die Person Unzucht gemacht hat und die Person ist auch unschuldig. Oder Ähnliches, was eben im islamischen Recht gibt es eben Strafen dafür, dann muss man eben demzufolge diese Strafe sich selbst auch sich zur Verfügung für diese Strafe dann machen, damit das Recht dieser anderen Person beglichen wird. Oder die Person um Vergebung bitten, um Verzeihung bitten oder um Verzicht bitten, dass sein Recht eben, dass er eben dieser Strafe bekommt. Ansonsten bleibt das Recht der Person noch aufrecht. Handelt es sich dabei um Geld, eigentlich um Besitz, nicht um Geld, um Besitz oder dergleichen, also um etwas Materielles, was man von der Person im Unrecht genommen, von einer Person im Unrecht genommen hat. Ist das Recht von einer anderen Person materiell, was genommen wurde, dann was muss man machen? So hat man es ihm zurückzuzahlen. Also man muss es ihm zurückgeben. Ist dieser Gegenstand oder dieser Besitz noch vorhanden? Man muss das
genau das zurückgeben. Ist das vernichtet oder ist das ausgegeben, ist das nicht mehr da, ist nicht mehr vorhanden, dann muss man sein Wert, also den bewerten und sein Wert zurückzahlen. Handelt es sich dabei um eine Straftat, wie die vom Allah festgesetzte Strafe hat für die fälschliche Beschuldigung der Unzucht beispielsweise oder dergleichen, so hat man der betroffenen Person den Vollzug der Strafe zu ermöglichen oder sie um den Verzicht auf Bestrafung zu bitten. Natürlich, heutzutage gibt es ja diese Möglichkeiten nicht in die gesamte Welt, also diese Strafen im Sinne von Strafrecht, vom islamischen Strafrecht. Und, aber was macht man da jetzt, wenn man sowas macht? Dass man mindestens die Absicht fest hat und klar hat, sollte eben die Möglichkeit von Vollzug des Strafrechts geben, stelle ich mich zur Verfügung mit Aufrichtigkeit, dass ich die Strafe bekomme. Und es bleibt die zweite dann Version auch noch übrig, die Person zu bitten um Verzicht. Die Person zu bitten um Verzicht auf das Recht der Bestrafung und auf das Recht, was sie für die Verletzung, was man eben getan hat. Und handelt es sich um üble Nachrede oder dergleichen von Sünden gegenüber anderen, so bittet man sie dafür um Vergebung. Also wenn es sich jetzt mal um eine üble Nachrede oder Lug und Betrug und Ähnliches, es handelt gegenüber einer anderen Person oder schimpfen oder irgendwas sagen über die Person, auch wenn die Person, wenn man über eine Person etwas Richtiges sagt, aber man weiß, dass diese Person das nicht mag, dass das über sie gesagt wird. Denn es gilt das als eine üble Nachrede. Wenn das aber nicht stimmt, das, was man sagt, dann ist das noch stärker. Dann hat man gelogen noch dazu. Hat man eine üble Nachrede und dann ist auch mit Lug verbunden noch dazu. Eine Art von mehr ist die Sünde irgendwie stärker. Handelt es sich um so eine Art von Sünde gegenüber anderen, dann muss man die betroffene Person um Vergebung bitten, so dass man zu dieser Person geht und die Person sagt, ich habe gelogen oder ich habe über dich schlecht gesprochen, ich habe üble Nachrede über dich gesprochen. Bitte, ich habe Reue gemacht und ich bitte dich, mir zu verzeihen. Ich bitte dich um Vergebung. Jetzt zu diesem Punkt sagen die Gelehrten, stellt sich die Frage, muss man jetzt genau sagen der Person, was man gesagt hat? An übler Nachrede, muss man die Person genau in Details sagen, ich habe das und das und das gesagt über dich. Die stärkste Meinung ist, dass man das nicht machen soll. Man muss nicht alles in Details sagen. Vor allem, und das reicht aus, dass man sagt, ich habe über dich Schlechtes gesprochen oder ich habe übler Nachrede in deinem Recht gesprochen. Und ich habe es bereut und es tut mir leid, bitte vergib mir. Das reicht so. Warum? Weil es wird befürchtet, dass wenn man in Details die Person sagt, was man gesagt hat, könnte das, wenn die Person das hört, könnte das so verursachen, dass eine Art von Groll oder von Wut oder von Hass oder von was Ähnliches eben erregt wird bei der betroffenen Person, dass entweder die betroffene Person eine Handlung macht, die unvernünftig vielleicht in dem Moment macht, die noch schlimmer ist,
nämlich die Person schlagen und auf dem Kopf oder irgendwas verletzen, eine materielle Verletzung verursachen. Oder könnte auch die Beziehung, ein Zwiespalt in die Beziehung, dass die Beziehung nie wieder sich wieder heilt davon, dass die Person dann so verletzt wird, dass die zwei dann nicht mehr miteinander sich versöhnen können. Und dann könnte man dadurch etwas Schlimmeres erreichen als das, was man erreichen wollte eigentlich. Und deswegen, um das zu vermeiden, denn es reicht, wenn man sagt, der Person sagt, ich habe in deinem Recht Verletzungen gemacht, ohne Details zu sagen. Es sei denn, man weiß, man kennt die Person gut und man weiß, wenn ich Details sage, die Person ist, nimmt das gut auf und es nicht zu befürchten, dass das Schlimmeres passiert, dann kann man Details sagen. Aber wenn man fürchtet, dass eben Details könnten zu was Schlimmeres führen, dann soll man die Details nicht sprechen, nicht sagen. Man hat die reuige Umkehr von allen Sünden vorzunehmen. Also wir sind schwache Menschen und wir machen immer wieder Sünden. Wir sind Sünden ausgesetzt und wir sind nicht geschützt vor Sünden. Nur Propheten sind geschützt. Propheten und Gesandte sind geschützt und machen keine Sünden. Sonst alle anderen Menschen sind Sünden ausgesetzt und machen Sünden. Jetzt mache ich eine Sünde und dann mache ich dann später eine Sünde und mache ich dann später wieder eine andere. Was ist die Rechtsnorm? Was sagt, was verpflichtet mich, wozu verpflichtet mich der Islam? Für jede Sünde, die man begeht, muss man eine Reue machen. Muss man eine reuige Umkehr dafür machen. Und es reicht nicht, dass man sagt, okay, ich habe es einmal gemacht und das reicht, das passt. Nein. Für jede Verletzung muss man eine reuige Umkehr machen, muss man Reue machen. Man hat die reuige Umkehr von allen Sünden vorzunehmen. Doch tut man dies nur mit einigen davon, ist die reuige Umkehr bei den Vertretern der Wahrheit von jenen einen gültig, werden die anderen weiterhin auf einem lasten. Also die Leute, die Mehrheit der Gelehrte und die Gelehrte der Ahl-Sunnah und Jama'ah sagen, man muss für jede Sünde, für jeden Fehler, die man, jede Verletzung der Rechte von Allah subhanahu wa ta'ala, der Rechte der anderen Menschen, der Rechte der Schöpfung, Reue machen. Hat man mehrere Sünden und macht aber nur für einige von einigen Sünden reuige Umkehr, gilt diese reuige Umkehr für die Sünden, für die man Reue gemacht hat. Für die anderen Sünden, für die man keine reuige Umkehr gemacht hat, es bleibt noch immer eine Last auf die Person. Bis die Person für die anderen Sünden auch eine reuige Umkehr macht. Und hier ist ein Problem eintreten, dass man zum Beispiel sieht, man eine Person, die viele Sünden macht und in Sünden versunken war, und die Person macht eine Reue, wacht auf irgendwann einmal und sagt, okay, ich fange jetzt neu mit Allah subhanahu wa ta'ala, ich will jetzt beten, ich höre auf mit Unzucht, ich höre auf mit dem und ich höre auf mit dem, aber es bleiben ein paar Sünden, weil die Person hört nicht von heute auf morgen mit allen. Und dann passiert es, dass einige, die unwissend sind, die kein Wissen haben, die Person demotivieren und sagen, na, wenn du nicht von allen Sünden wegkommst, dann ist deine Reue ungültig. Gilt deine Reue nicht. Hat es keinen Sinn für dich. Und es ist etwas schlimm, was man macht damit. Also man kann damit schlimme Ergebnisse dann erreichen. Also die Person ist in Richtung einer reuigen Umkehr, will den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala wiederfinden. Das heißt, die
die Reue, wenn man sie definiert, sie ist ein Zurückkehren von Fernsein von Allah subhanahu wa ta'ala, suchend seine Nähe, eine Rückkehr von der Ferne von Allah subhanahu wa ta'ala, entfernt von Allah subhanahu wa ta'ala zu sein, von Ungehorsam zum Gehorsam. Und man sieht eine Person, die eine Reue macht und die schon beladen von Sünden und macht eine Reue von einigen Sünden. Das ist zum Begrüßen. Und diese Person ist zu motivieren. Mashallah, das ist gut, toll, wunderbar, Mubarak. Das ist, Alhamdulillah, dass du den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala findest und dass du anstrebst, die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist gut und das ist schön. Auch wenn die Person klar macht und dir sagt, ich habe noch andere Sünden. Ja, inshallah hilft dir Allah subhanahu wa ta'ala und dann kommst du von denen auch weg. Wenn die Person sagt, ich bin jetzt noch nicht in der Lage, man soll nicht die Person demotivieren und die Person die Hoffnung wegnehmen. Im Gegenteil, Mut geben und Hoffnung geben. Inshallah hilft dir Allah. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir noch Kraft gibt. Und inshallah kommst du bald davon weg auch. So wie du von diesen Sünden weggekommen bist, Allah hilft dir inshallah und du kommst von den anderen auch wieder weg. Also immer wieder die Rückkehr von den Dienern Allah subhanahu wa ta'ala zu Allah schön begrüßen und willkommen begrüßen. Und die Menschen motivieren und helfen, dass sie weiter dieser Weg und dieser Prozess von reuiger Umkehr und von Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala dazu motivieren und helfen, dass man diesen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala immer weiter fortführt. Für sich selbst und für die anderen auch wünschen. Und wenn man die anderen sieht, dass sie den Weg gehen, dann noch ihnen Mut geben und niemals ihnen die Hoffnung wegnehmen davon. Die Hinweise auf die Pflicht zur reuigen Umkehr aus dem Koran, der Sunna und dem Konsens der Gemeinschaft stützen sich gegenseitig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, also wir haben sowohl Beweise im Koran, Auszüge aus dem Koran, als auch Aussagen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als auch der Konsens der Gelehrten der Ahl-Sunna und Jama'a, alle sind Hinweisen auf die Pflicht, auf die Verpflichtung der reuigen Umkehr bei Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah der Erhabene sagt, wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen, auf dass es euch wohl ergehen möge. Und hier ist der Vers im Imperativform. Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Befehl, tubu, watubu, und wendet euch. Allah fordert uns auf, uns ihm reumütig zuzuwenden. Und macht das auch diese reumütige Umkehr, macht Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Schlüssel für Wohlergehen, für Heil, für gesunde Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt wiederum in einem weiteren Vers, das erste ist in die Sura An-Nur, das Licht, Vers Nummer 31. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in die Sura Hud, Vers Nummer 3, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Bittet euren Herrn um Vergebung, hierauf wendet euch ihm in Reue zu. Genauso kommt es auch in Imperativform. Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns auf, Allah um Vergebung zu bitten. Die Gelehrten sagen für das erste Vers, wendet euch alle reumütig Allah zu, ihr Gläubigen, auf das es euch wohl ergehen möge.
Es bezieht sich insbesondere auf das Sinken der Blicke. Also wenn ihr seht, dass ihr zu wenig eure Blicke sinkt und nicht auf die anderen Geschlechter schaut und auf Verbotenes schaut und eure Blicke Freiheit gibt, dass sie eben Dinge, die verboten sind, die Allah subhanahu wa ta'ala für verboten erklärt hat, zu sehen, eure Blicke nicht zu hüten, davor eben diese Dinge zu sehen und zu folgen, dass eure Blicke auf diese Dinge fallen, dann fordert uns Allah subhanahu wa ta'ala, Reue davon zu machen. Also natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns, Reue zu machen vor allen Dingen, die eben als Überschreitungen gelten. Aber die Gelehrten sagen, hier in diesem Vers, in diesem ersten Vers, insbesondere geht es um das Senken der Blicke. Und bei dem zweiten Vers geht es auch um allen Sünden, aber insbesondere um Allah subhanahu wa ta'ala etwas beizugesellen. Es gibt etwas, was man Allah beigesellt, im Sinne groß Schirk, so dass man mit Allah subhanahu wa ta'ala andere Götzen anbetet. Alhamdulillah sind wir davon befreit und haben wir diese Art von Schirk, Alhamdulillah, nicht. Der Islam hat uns davon befreit, von dieser Art von Schirk, von etwas Gott etwas zu beizugesellen. Allerdings bleibt der kleine Schirk, sind wir ausgesetzt und sind wir davon gefährdet. Sprich, ich habe ein Gebet zu beten, es ist Gebetszeit und die Gebetszeit ist am Austreten und ich habe aber ein Match, den ich anschaue und ich will nicht aufstehen, weil ich werde ja was verpassen. Vielleicht wird sein Goal geschossen oder irgendwas und dann verpasse ich das und das mir lieber ist, dann das Gebet zu verpassen, als diese 2 Minuten oder 5 Minuten vom Match zu verpassen. Das ist ein Problem. Und das ist dann, und da begeht man dadurch eine Sünde. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das ist dann, eine Sünde, die eben eine Reue erfordert. Dann haben wir ein weiteres Vers. In die Sura, in At-Tahrim, das Verbot, Vers Nummer 8, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns, eine Reue zu machen und fordert, dass diese Reue aufrichtig ist, dass wir zu ihm zurückkehren in Aufrichtigkeit, dass wir eine Reue machen, die aufrichtig ist. Das heißt, es gibt drei Sorten von Reue, drei Sorten von Bereuen. Eine reuige Umkehr von einer Sünde zu Allah. Und der Grund dafür die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala und vor seiner Strafe, vor seinem Zorn und vor seiner Strafe, dann nennt man das einfach, das ist eine Reue. Nennt man das auf Arabisch, im Arabischen hat das drei verschiedene Begriffe. Und jeder Begriff ist eine Versteigerung, ist eine Stufe höher als der andere. Die niedrigste ist eine Reue, dass man Angst hat vor Allah subhanahu wa ta'ala, vor seinem Zorn und vor seiner Strafe. Und das ist Ta'ib. Okay? Ta'ib, einer, der eine Reue macht, normale Reue. Eine zweite Rückkehr von einer Sünde, oder Umkehr von einer Sünde, und der Grund dafür aus Scham vor Allah subhanahu wa ta'ala. Man schämt sich, hat Scham vor Allah subhanahu wa ta'ala, diese Sünde gemacht zu haben.
Stehst du eine Stufe höher. Nicht die Angst, sondern ein Schamgefühl. Wie hatte ich mir das erlaubt, dass ich sowas mache? Wie einer der Rechtschaffenen, der Aulia, dieser Umma, war auf Arafah und hat Dua gemacht, hat Reue gemacht und hat gebeten um Vergebung. Und dann sagt er, wie peinlich ist es mir vor dir, auch wenn du mir vergibst. Das ist Haya. Wie peinlich ist es? Wie kann ich dich blicken, nachdem ich sowas gemacht habe, auch wenn ich weiß, du hast mir vergeben. Das ist eine Stufe höher. Und das nennt man Munib, Inaba. Das erste ist Taube. Und die Person ist Taib. Und das zweite ist, die Person ist Munib. Und beide kommen, und diese drei Begriffe eigentlich kommen im Koran vor. Einer, der Munib ist, ist einer, der den Aufruf von Allah subhanahu wa ta'ala für Reue machen, erwidert. Einer, der zurückkehrt zu Gehorsam mit Aufrichtigkeit. Einer, der eine Sünde macht, dann macht danach eine Reue und dann macht wieder eine Sünde und macht wieder Reue und macht wieder eine Sünde und macht wieder Reue. Und jedes Mal macht er das einmal nach dem anderen. Wenn er eine Sünde macht, macht er eine Reue und immer macht er das aufrichtig. Aber die menschliche Schwäche bringt einem dazu, dass man wieder sündigt. Und dazu sagt der Prophet ﷺ in einem Hadith, Qudsi, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn einer, der auf der Art eine Sünde macht und aufrichtige Reue macht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Engeln, mein Diener hat eine Sünde gemacht und hat um Reue gebeten, hat eine aufrichtige Reue gemacht und hat gewusst, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt. Bezeugt dafür, dass ich ihm vergeben habe. Und wenn er ein zweites Mal wieder eine Sünde macht und auf der gleiche Art noch einmal Reue macht und reuige Umkehr macht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala wieder das Gleiche. Mein Diener hat eine Sünde gemacht und hat um Reue gebeten und hat gewusst, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt. Ich habe bezeugt dafür, dass ich ihm seine Sünde vergeben habe. Und wenn er ein drittes Mal das macht, genau wieder in Aufrichtigkeit eine Reue macht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala das Gleiche, sagt, mein Diener hat eine Sünde gemacht und er hat gewusst, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt. Bezeugt dafür, dass ich ihm vergeben habe und mein Diener soll machen, was er will. Was heißt das? Soll er machen, was er will. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dieser Diener, diese Art von Diener, jedes Mal, wenn er Sünde, wenn er ausrutscht, wenn er runterfällt in eine Sünde, macht er wieder die gleiche Art, auf der gleiche Art und Weise eine aufrichtige Reue. Und solange der Diener eine aufrichtige Reue macht, Allah subhanahu wa ta'ala ist allvergebend. Und sag nicht, ich habe so viele Sünden. Ich habe so viele und so große Sünden und die können mir nicht vergeben werden. Nein. Hab Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala und hab Vertrauen in seinem Versprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Wahrlich, gewiss, Allah vergibt alle Sünden. Unter einer Bedingung. Dass der Diener eine aufrichtige Reue macht. Mach eine aufrichtige Reue und hör auf mit der Sünde und erfüll die Bedingungen für die Reue. Allah vergibt. Du wirst Allah subhanahu wa ta'ala allvergebend finden. Du wirst Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Versprechen finden. Er vergibt deine Sünden, egal wie groß sie sind und egal wie viel sie sind. Nur stopp damit und fang mit ihm neu an. Sag Bismillah. Ich fange einen neuen Anfang mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ich starte eine neue Seite mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Und ich mache das mit Aufrichtigkeit. Du findest Allah subhanahu wa ta'ala allvergebend, allverzeihend. So wie er sich selbst beschreibt.
Das dritte, jetzt habe ich zwei gesagt, das ist eben aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, vor seiner Strafe, vor seinem Zorn. Das zweite ist aus Scham. Und das dritte ist Awwab. Also das erste ist Da'ib, das zweite ist Munib und das dritte ist Awwab. Und Ibrahim a.s. wurde beschrieben als Awwab. Einer der Awwab ist, das heißt, ist eine, auf Arabisch heißt das Raja'. Raja' ist von dem Wort, von dem Verb Raja' und es ist in einer Steigerungsform. Das ist, er ist immer wieder am Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er flüchtet immer zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also er ist so, er macht die Sünde und kehrt wieder schnell zurück. Die Person, er oder sie, ist im Prinzip auf dem Modus von Gehorsam, aber die menschliche Schwäche ist es, dass wir, wie gesagt, alle Sünden ausgesetzt, niemand von uns, weil wir eben keine Propheten sind und keine Gesandten sind, sind wir Sünden ausgesetzt. Einer der Awwab ist der, der gottesfürchtig ist, der eigentlich gehorsam ist, aber seine Schwäche lässt ihn mal vergessen und er landet in Sünden, aber schnell wacht er wieder auf und schnell kehrt er zurück zu Gehorsam. Er denkt schnell an seine Sünden oder er erinnert sich schnell an Allah subhanahu wa ta'ala, gleich nach der Sünde lässt er nicht viel Zeit und denkt an seine Sünden allein im Verborgenen und bittet Allah subhanahu wa ta'ala allein um Vergebung. Also er denkt nicht nur an seine Sünden, die er öffentlich macht, sondern er denkt an seine Sünden, die er auch verborgenen macht. Und denkt er an diese Sünden und macht Reue von sowohl von den Sünden, die öffentlich passiert sind, als auch von den Sünden, die im Verborgenen zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala, die keine Menschen gesehen haben, macht er auch davon Sünden. Und kehrt er zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Einer, der sehr oft und sehr schnell immer wieder zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist einer, der mit Allah subhanahu wa ta'ala sehr verbunden ist. Dass sobald eine Sünde passiert, ist er aufmerksam darauf und kommt er schnell wieder zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der eben sehr darauf achtet, auf die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala und auf die Verbote Allah subhanahu wa ta'ala, hütet sich in die Verbote zu landen und hütet sich auch die Gebote zu verletzen. Allerdings passiert das, dass man eben kleine Sünden macht und von denen kommt er immer wieder schnell zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. So haben wir ein Da'ib, ein Munib und ein Awwab. Und das Awwab ist die stärkste oder die höhere Stufe von denen, die eben Reue machen. Jetzt kommen wir zu den Hadith und behandeln wir den ersten Hadith für heute. An Abi Hurairah radiallahu ta'ala anhu qal, Sama'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Rawahu al-Bukhari. Überliefert von Abu Huraira, Allah habe wohl Gefallen an ihm, der sagte, ich hörte Allahs Gesandten, Allah segne ihn und gebe ihm Heil, sagen, bei Allah, ich bitte Allah am Tage wahrlich mehr als 70 Mal um Vergebung und wende mich ihm in Reue zu. Dies ist bei Bukhari überliefert. Abu Huraira kennen wir schon, der Überlieferer, wir haben ihn über ihn schon mal gesprochen in die ersten Hadithe, die wir im ersten Kapitel schon behandelt hatten. Abu Huraira sagt, dass der Gesandte Allahs, er sagt, ich hörte Allahs Gesandte, Allah segne ihn und gebe ihm Heil sagen, bei Allah, ich bitte Allah am Tage wahrlich mehr als 70 Mal um Vergebung. Rasulullah s.a.w. beginnt zuerst einmal mit einem Schwur, bei Allah. Wallahi. Er schwört, damit er uns klar macht, das, was danach kommt, ist was Großes.
Es kommt eine große Information, eine ganz wichtige Information. So mach, so sei aufmerksam. So pass auf, was du jetzt hören wirst. Jetzt sage ich dir was ganz Wichtiges. Pass auf und hör mal genau zu. Mach nicht nur deine Ohren zu, so mach deine inneren Ohren auch zu. Mach nicht nur deine Ohren auf, deine äußeren Ohren auf, sondern mach auch deinen inneren Ohren auf. Mach dein Herz auf. Dafür, für diese ganz wichtige Information, die ich dir jetzt mal gebe. Bei Allah. Und diese Information ist wirklich gigantisch und groß. Wir werden gleich wissen, warum. Ich bitte Allah am Tage wahrlich mehr als 70 Mal um Vergebung und wende mich ihm in Reue zu. Wer ist das, der bittet Allah mehr als 70 Mal um Vergebung und wendet ihn in Reue zu? Der Gesandte Allahs. Wir haben vorher gesagt, heute noch, Gesandten und Propheten sind frei von Sünden, sind geschützt vor Sünden, sündigen nicht. Dennoch sagt Rasulullah, und darum sagt er auch bei Allah als erstes, macht er uns aufmerksam, du Muslim, du Gläubiger, hör mal zu, ich bin dein Prophet, ich bin geschützt vor Sünden, ich bin frei von Sünden, ich sündige nicht, ich mache keine Sünden. Und ich bitte Allah um Vergebung am Tag mehr als 70 Mal. In die Überlieferung von Muslim 100 Mal. Ich bitte Allah um Vergebung am Tag 100 Mal. Wobei ich eigentlich frei von Sünden, geschützt vor Sünden. Wie ist das für dich? Der normale Gläubige, der nicht geschützt ist, weil du bist nicht Prophet und nicht gesandt. Dann verstehen wir dann dieser Schwur von Rasulullah, mit dem er für diese Information einleitet. Der macht uns aufmerksam, pass auf, ist ganz wichtiger Auftrag. Auftrag, eine Forderung, Reue zu machen. Macht Reue. Macht genauso. Jetzt fragt man sich, warum macht der Prophet, wenn er eh sündenfrei ist und wenn er eh geschützt vor Sünden ist und wenn er eh keine Sünden macht, warum macht er Reue? Warum bittet er Allah um Vergebung? 70 Mal am Tag, mehr als 70 Mal am Tag und in einer anderen Überlieferung 100 Mal am Tag. Die Gelehrten sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam steigt von Tag zu Tag, sein Rang wird immer höher. Er entwickelt sich von einem höheren Rang zu einem noch höheren. Jeden Tag. Und jeden Tag, wenn er sieht sich in einem, wenn er in einem anderen Rang steigt, sieht er sich nachlässig im vorigen Tag. Warum habe ich nicht gemacht, das, was ich heute mache? Es sind keine Sünden, sondern sind mehr Leistung im Guten, Allah zu bedanken, in seiner Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Auf bessere, vollkommene Art und Weise. Und dafür bittet er Allah um Vergebung. Also nicht, er bittet nicht Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, weil er sündigt. Er sündigt nicht. Er ist frei von Sünden. Aber er bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, weil er sieht, er könnte eigentlich gestern, er hat gestern nicht das gemacht, was er heute macht. Und er bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung dafür, dass er nicht mehr gemacht hat gestern. Im vorigen Tag. Und dann steigt er wieder am nächsten Tag wieder eine Stufe höher. Und dann sieht er, er ist wieder, noch immer hätte er was machen, mehr machen können. Für das bittet er Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Ein anderer Aspekt von dieser Lehre für uns und von dieser Aufmerksamkeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zu uns ist, dass er ein Vorbild für uns und ein Lehrer für uns. Und er lehrt uns, ich bin der frei von Sünden bin und mach bitte Allah um Vergebung mehr als 70 Mal am Tag.
nimmt mich als Vorbild und macht das mindestens so, wie ich das mache. Mindestens mehr als 70 Mal am Tag, beziehungsweise mehr, mindestens 100 Mal am Tag, so wie in die andere Überlieferung, bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung. Und wir haben ja schon gesprochen von Reue und dass Reue eben Bedingungen hat, zum Erfüllen hat, damit die Reue gilt und gültig ist. Und die Gelehrten sagen, es geht nicht darum, dass du ein Tasbih in die Hand nimmst und sagst, Astaghfirullah, 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 mach mal, bist du dabei, mit deinem Herzen, mach mal, bist du gar nicht da. Sondern du sagst, Astaghfirullah, und die Zunge bewegt sich und dein Herz und dein Verstand ist woanders, du denkst an was anderes. Das ist nicht, es geht nicht darum, um diese Reue. Es geht um eine Reue, die eben mit Bedingungen, mit erfüllten Bedingungen gemacht wird. Es geht um eine Reue, die du machst und du bist frei von der Außenwelt. Du machst dich frei von der Außenwelt, du schaltest ab und du sitzt einen Moment von Ehrlichkeit mit dir und mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und du denkst an deine Sünden, an deinem Zustand und an deine Fehler. Und du triffst und du erfüllst diese Bedingungen, die wir schon genannt haben. Von der Sünde ablassen, einen Schmerz innen empfinden, dafür, dass man für das Vergangene, für das, dass man eine Sünde in die Vergangenheit begangen hat, und eine Entscheidung für die Zukunft. Ich zu treffen, eine Absicht zu fassen. Ich mache sie nicht mehr, nicht wieder. Sollte die Sünde im Recht einer anderen Person, dann muss man natürlich auch noch dazu die vierte Bedingung auch erfüllen. Und das ist die Reue, für die Rasulullah SAW uns aufruft. Also es geht nicht um eine Tasbih-Kette in die Hand zu nehmen oder irgendein Gerät mit Zahlen in die Hand zu nehmen und sagen, wow, ich habe heute 1000 Mal Istighfar gemacht. Vielleicht 900 davon oder 990 davon war ich gar nicht da, nicht dabei. Ich nur schnell, das Gerät wird bewegt, aber mein Herz wird dadurch nicht bewegt. Dann hat man nicht viel davon, sondern eine Reue hat Bedingungen. Und eine Reue hat eine Definition. Und dass man die Reue und die reuige Umkehr führt und praktiziert und macht, muss man dafür sorgen, dass die Bedingungen dafür erfüllt werden. So, der Rang von Rasulullah, der steigt, ist der Grund dafür, dass er um Vergebung bittet. Zweitens, Rasulullah ist für uns ein Vorbild, fordert uns, lehrt uns, er lehrt seine Umma, Reue zu machen. Deswegen zeigt und macht uns klar, dass diese Reue und diese Möglichkeit, diese Chance, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gibt, ist großartig und groß. Wir brauchen nicht irgendwo gehen beichten. Allah subhanahu wa ta'ala ist da. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in die Surah Al-Baqarah, wenn meine Diener dich nach mir fragen, sag, dass ich nahe bin. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ich erwidere und ich erfülle den Ruf, die Bitte eines Bittenden, wenn er mich ruft. Ich bin nah. Und die beste Bitte ist die Bitte um Vergebung. Wir brauchen nicht weit gehen. Wir müssen nicht aus der Wohnung rausgehen. Wir müssen nicht in die Moschee gehen oder irgendwo gehen, dass wir um Reue bitten. Im Gegenteil. Im Geheim. Das ist noch eine höhere Stufe. Da haben wir gesagt, der Awab, die höchste Stufe, der im Geheim mit Allah zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala eine Reue macht.
bei dir, zu Hause, in deinem Eck, in deinem Zimmer, zwischen dir und Allah, auf deinem Gebetsteppich, zwischen dir und Allah, subhanahu wa ta'ala, eine Reue machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und verzeihen die Sünden, die wir erkannt haben und die Sünden, die wir nicht erkannt haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, aufrichtige Reue zu machen und uns helfen, mit unserer Reue und reuige Umkehr zu steigen, dass wir in höheren Stufen von reuigen Menschen, Diener von ihm machen, dass er uns, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, dass wir zu der Gruppe von Awabin macht. Amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima.